Yo Leute, neuer Tag, neues Video und heute mal ausnahmsweise kein Liga-Inhalt, kein Game von mir selber, keine Strategie, kein Community-Game oder eigentlich ein Community-Game, aber in einem bisschen anderen Sinne. Und zwar habe ich mit mir im Call nämlich den guten Linus. Hallo Linus. Schönen guten Tag. Und natürlich Tim. Moin. Servus. Die beiden sind jetzt schon länger in der Community und so generell einfach viel aktiv und haben dann die interessante Idee gehabt. Sie haben beide Kollegen bzw. einen Bruder, die Age of Empires 3 schon sehr viel und sehr oft gespielt haben, aber in der Legacy-Edition. Und es ist schon sehr lange her, dass sie das letzte Mal das Spiel angefasst haben. Und dann haben die beiden gedacht, nachdem wir immer wieder auch über Randspiele reden und Anfänger und was nicht alles, dass wir hier tatsächlich einen Cast machen könnten, wie die beiden sich nach kurzem Einweisen nochmal ins Spiel richtig hart auf den Sack geben. Und genau dafür sind wir hier. Wir wollen uns also ein Spiel geben von zwei wiederkehrenden Spielern, die aber eigentlich schon komplett den ganzen Game Sense verloren haben, auch Civ-Spielen, von denen sie nicht unbedingt eine Ahnung haben. Und dementsprechend erwarten wir uns hier nur das allerfeinste und allerbeste Gameplay natürlich. Wir haben hier im Norden als die Russen Overmast und im Süden Vorondon mit den Azteken auf der Karte Texas tatsächlich. Es könnte also schon mal sehr witzig werden. Jungs, wollt ihr noch irgendwas Erklärendes sagen zur Situation zu den Spielen, bevor wir losstarten? Ich würde da erstmal anfangen. Also Overmast, mein Bruder, hat, ich sag mal, etwas Erfahrung mit Russen. Er hat die früher Main gespielt, aber ich glaube, sein Skill sollte sehr eingerostet sein. Und ich glaube, ein großer Vorteil für Voronin sollte auf jeden Fall sein, dass Overmast keine einzige Unit von Azteken kennt. Denn wir haben in der Legacy Edition nie gegen Azteken gespielt, sondern nur die normalen Civs, die ganz, ganz alten, Die und guten deswegen alten wird es spannend. Vanilla-Zivilisationen. Genau, ich glaube, er wird sich sehr wundern, dass Kojoten oder Chimo Runner mehr oder weniger Kaff sind. Da Ja, bin ich schon, schon mal aber gespannt. der Vorteil ist direkt wieder weg, weil Voronin hat noch nie Azteken gespielt. Also das ist gut. Wir haben also einen Spieler, der noch nie Azteken gespielt hat, gegen einen Spieler, der noch nie als Azteke gespielt hat. Von dem her dürfte es schon mal witzig werden. Der hat früher in der Legacy immer Japsen gespielt, aber wirklich immer. Gott sei Dank sind die Zips ja praktisch ident. Ich bin gespannt, ob wir jetzt hier aus dem 300 Holz drei Häuser sehen oder wie das ablaufen wird. Er geht schon mal direkt auf den Schatz, das ist schon mal nicht schlecht. Der Kundschafter vom Russen ist auch schon mal hinten unterwegs. Also, sie wissen immerhin schon mal, Scouting gehört dazu. Meinem Bruder Overmars könnte ich mir echt vorstellen, dass er jetzt dieses automatische Scouten schnell aktiviert hat, weil er zu faul ist, das zu micron. Automatisches Scouten? Ja, Ja, aber er man hat die kann beim Russen wirklich Kundschafter genau auf so einen Knopf genommen. drücken und dann scoutet er automatisch. Das ist alles, was schwarz auf der Map ist, läuft er durch die Gegend. Warte, das gibt's wirklich? Das gibt es Ja? wirklich. Da Um unten rechts Gottes Willen! ist ein Autoscout. Ich lerne immer noch Sachen. Seit wann gibt es das denn? Ich kenne das von Age of Empires 2, von der Gibt Definitive es seit Edition. der Definitive? Oh Gott, er schießt mich doch. Das habe ich nicht gewusst. Ist gut zu wissen auf jeden Fall. Wir sehen übrigens einen Marktplatzstart, ohne aber, dass er Holz sammelt oder Gold. Da wird er vielleicht noch ein bisschen auf die Schnauze fallen mit. Aber er hat auf jeden Fall das Haus gebaut, Overmars. Das ist schon mal ein guter Start. Ich glaube, ist er gerade eilt? Nee. Nee, okay. Ich Noch dachte gerade. nicht. Er hat auch sein Haus, er hat das Zeug. Er hat die zwei Kühe hier oben, da bin ich schon gespannt. Wollt ihr da vielleicht, wenn wir gerade noch in der ersten Phase vom Game sind, die ja ein bisschen gemütlich ist, wir sehen hier tatsächlich einen Community Plaza. Da hat. Oha. Ich bin erstaunt. Das hätte ich mir nämlich nicht gedacht von jemandem, der die Ziff nicht kennt. Aber dafür ist es Herding am Arsch. Echt, das Anders kann man es ist nicht sagen. ein Wollt ihr vielleicht noch so ein Ding. bisschen mal so erzählen, was so so der Hintergrund ist, so der Age-Hintergrund, wenn es für euch passt, gerade dass sich die Leute so vorstellen können, wie die Szenarien sind, unter denen die beiden schon gespielt haben, sag ich mal. Ja, okay, also prinzipiell Vorondon kenne ich seit dem Kindergarten. Und wir haben früher, nach der Grundschule sind wir aus der Schule raus zu Vorondon halt, haben bei ihm erstmal was Age gezockt über LAN. Und da habe ich jetzt eins mal fertig gemacht. Deswegen, eigentlich kann er das Micromanagement. Und eigentlich weiß er, wie das Spiel läuft. Aber das letzte Mal, als er es angefasst hat, hat er irgendwie 10 Minuten gebraucht, um ins Zweite zu kommen. Okay, das könnte interessant werden. Schauen wir gleich in dem Sinne mal auf die Geschichten. Also bei Vorondon ist es derzeit auch. Wir sind bei 2 Minuten 20 und gerade sammelt er effektiv keine Nahrung, weil wir ja gesagt haben, Herding ist leider ein bisschen in die falsche Richtung ausgegangen, das Ja, Ganze. zu Dafür tanzt Overmars er kann schon ich. sehr fleißig. Sorry. Zu Alles gut. Overmars kann ich auf jeden Fall sagen, bei ihm war es so, er hat es vom Freund gezeigt bekommen und hat es dann der Familie weitergebracht, hat es dann mir gezeigt. Ich war davon total begeistert, dann habe ich mir auch die Legacy Edition geholt und dann haben wir mal gegeneinander und miteinander gespielt.
bis ich irgendwann angefangen habe zu gewinnen, weil ich mich da zu sehr reingenördert habe. Und dann wollte er nicht mehr 1v1 spielen, dann haben wir nur noch 2v2s gespielt. Das Aber Problem so kenne ich bei war. dem Spiel. Ja. Aber auch spannend, das heißt, er ist eigentlich, er ist die Schuld, wie man bei uns so schön sagt, dass du Genau. quasi der Liga erhalten geblieben bist, ja? Genau. Na, auch gut zu wissen. Dann wissen wir, So, wen wir jetzt da haben wir verantwortlich machen können für. Age-Up-Time von 3 Minuten 8. Das ist Weiß gar nicht, was ich. tatsächlich gut für Russen. Also für einen nicht geübten Russen, der eigentlich keinen Plan mehr hat. Ist definitiv besser als die 4 Minuten, die wir hier wahrscheinlich sehen werden bei Vorhandon. Da muss er ein Ja, bisschen mindestens vier aufpassen. Minuten. Ja. Er hat halt Ja, gerade auch ich den glaube, das ist. Ausbildungstanz drauf, geht gleichzeitig auf Holz. Ich Da glaube, er könnte macht er sich actually jetzt keinen. die Kühen aufessen, oder? Ja, Das könnte könnte er Sinn natürlich. ergeben. Aber das ist die Frage, ob man daran denkt, weil daran denken wir ja auch nicht immer dran, wenn man ehrlich ist. Ja, ich vergesse Oh, Kühe immer. da erinnert sich jemand noch sehr gut an die Russen, so wie es aussieht. Weil da kommt jetzt gleich es ist vorgelagert, die Frontbasis halt. Kommt da gleich Ja. ran. Das Aber ich könnte sag mal ungeil so, werden. die Bildorder hat er sich selbst ausgedacht, weil statt 5 Kosaken schippt er sich immer als erstes 13 Strelitzen. Das weiß ich noch aus alten Zeiten. Das klingt ja sehr übermotiviert, aber auch spannend. Es wird aber, denke ich, trotzdem klappen, wenn es, also so wie es gerade aussieht. Ja, das könnte jetzt tatsächlich bitter sein. Also, wenn da nicht die 6 Kojoten als Konter kommen, das wäre natürlich ein geiler Konter, aber stimmt, ins Deck haben wir noch gar nicht geschaut. Habt ihr die Decks mit ihnen ausgemacht oder haben sie die selber Nee, zusammengebaut? wir haben gesagt, keinen Coaching, keine Decks besprechen. Alles klar, dann schauen wir mal rein. Oh Jo. Gott. Ach du Scheiße. Das Da geht's schon meine mal heißt satt zur Rush Sache. 2. Es heißt Rush Es ist 2. ein Rush. Was ein Rush? Ja, das frage ich mich bei dem Deck gerade auch. Wir sehen hier Upgrades, 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 aber auch hier Militär. Ihr könnt es wahrscheinlich mit den beiden Upgrades, Schiffslern. Leute, Upgrades. Ja. Dann schauen wir mal Ja, ganz kurz sage zu ich. Also Vorondon, oder? Schlied Ist eigentlich zuerst. Amazing. Sehr schön. Und woran dann hat man cool. noch geaged? Mit der Ältesten. Aber ich würde sagen, Vorondon könnte das Verteidigung bekommen, wenn Janis oder Overmars, sorry, nicht herausfindet, wie man diese ganzen Krieger verteidigt, die aus dem Community Plaza daraus spawnen können. Ja, du bist witzig, du Die gehst nämlich Frage davon ist, aus, ob er dass das Morondon weiß. Krieger macht, ja. Also hier ist schon mal das Blockhaus, das Morondon aber, glaube ich, auch nicht, dass er scoutet hat noch. Ich meine, immer in Scouting generell, schauen wir uns das mal an. Dieses Auto-Scouting scheint ja nicht ganz so beschissen zu funktionieren. Also ist ja immerhin was von der Map aus. Und da kommt es auch schon. Kommt es vorne an? Aber Jawohl. er hat halt keine Schätze bekommen. Ja. Im Gegensatz zu Brandon halt. Das ist natürlich nur so eine Sache. Aber schaut mal an, da sind jetzt schon die ersten 13 Strellis draußen. Boah, Lustig, mit was agiert Brandon gerade? Wenn mit der dem mit den. Ältesten. Oh Gott. Das Welcher ist das? ey. Ist das der mit dem Kriegskeulentypen? Ich glaube, die Hütte. Ich glaube, das ist Okay, die weil Hütte ich mit hätte es witzig Hüttenlebenspunkten. gefunden, wenn Overmars unter dem TC gewesen wäre, Oh Gott, ja, Brandon mit den das echt zwei das Totenkopfrittern hier die Gleiche. gesamte Ja. Masse hier zerprügeln. Overmast holt sich nochmal 10 Strelizen. Der will mit 23 Strelis hier reingehen. Da kommt Gott sei Dank eine Kriegshütte raus und die soll sich auch schnell genug aufbauen. Und Strelizen. Sieht ihr auch im Maß geben auf Line of Sight? Ja. Ja, die scoutet er. Aber ich Aber weiß schau nicht, dir ob das ich an, mit das geht viel zu Leaves schnell hoch. abfischen kann. Also sogar mit der Masse kann er da stellt er sich erstmal auf. Das Gute ist, Da dass das macht halt er ein. erstmal gar keinen Schaden am Ja. Kundschafter. Und erste Karte, jetzt kommt dann gleich noch Fencing School. Für schnellere Militärausbildung. Boah, warte, Oh, warte, Big oder? Button ist drin, Kojotenläufer sind drin, da geht's ja gleich rund hier, Ich Heilige. finde das noch, wie die Sachen ungefähr gehen. Oh Gott, da muss er jetzt ganz schnell Da raus. muss er jetzt aber um sein Leben laufen, weil da geht's gleich richtig rund. Also den einen Aber Will er. würde ich noch Oh, rausschmeißen. ja, das. Das ist Da eben, also merkt der man. grobe Game Sense ist da. Mit Russen reinrushen und ich meine als klassische Russeneinheit den Strelitz nehmen, finde ich total verständlich. Aber da geht es jetzt halt gerade richtig deftig zur Sache, wenn da die Kojoten kommen. Und er hat halt keine Ahnung, was zur Hölle das sein soll wahrscheinlich. Das Witzige, daran erinnere ich mich gerade, jetzt letztens hatte Musketiere. Brandon sogar noch Mystery erklärt, was kontert. Also er weiß exakt, was kontert, aber er weiß halt nicht wirklich, was Was seine Minions ist? sind. Ja, das Ja, ist natürlich, und aber ich ich kann mir meine. vorstellen, dass Brandon eben auf die Kriegshütte geklickt hat und geguckt hat, okay, was macht Nahkampfschaden? Ja. Erstmal ganz kurz schauen, was steht da dabei. Fast Armored Warrior, good against Skirmishers and Artillery. Also wenn er das auf Deutsch hat und das passt, dann müsste sie ja in Ordnung sein. Er hat aber Ja, wieder ich den gebe Big mir. Button abgebrochen, tatsächlich, interessanterweise. Nee. Oh Gott. Ist hinten rausgekommen. Ins Getarnte Kanonenmodus. Jaguar-Krieger. Da feiere ich es jetzt schon. Oh, ey, das tut mir gerade weh zu sehen, warum er da sieged. Ja, er will halt das Ding hier kaputt kriegen. Ja, aber er muss noch Währenddessen, Millionäre Vorondon. waren. Oh nein.
da wird jetzt gemetzgert. Und vor allem, da ist jetzt halt, sind halt wieder Leute mit Schildern und Schwertern. Also, wenn du dich da nicht auskennst mit Azteken, ist natürlich die Frage, was zur Hölle kommt der da gerade wieder angeflogen? Ach, Wir Hilfe. bräuchten aber jetzt langsam Shipments von Norondon. Also, sowas wie 700 Go. Okay, ich nehme es zurück. Wir haben Hacienda, Ja, also Arbeitsraten, Dorfbewohner und so Kram. Oh, er holt sich 200? zweimal Dorfbewohner. 30, Alter, der will boomen. Der will den klassischen Aztekenboom machen. Wer kennt es nicht? Und wer sich jetzt fragt, warum zur Hölle wir sowas casten, genau wegen der Idee, wer hat denn auch in den Liga 6 Spielen, da sieht doch keine Sau jemals Double Medicine. Und das war hauptsächlich die Motivation hier auch mal zu schauen, wenn man nicht mehr so ganz im Spiel drin ist, was für kreative Ideen kommen da daher? Und ich bin Ja, du jetzt hast schon was vergessen. begeistert. Das Das ist ist Double gelungen. Medicine plus auch nochmal die Ausbildungszeit, Ja, die du das tun heißt kannst. Kosten und Ausbildungszeit. Das heißt insgesamt was? 15%? 15%, oder? 8% schon da, glaube ich, gerade. Ach, lass mich nochmal schauen. 15% hier, Team Ach und so, hier ich. noch. Nee, nee, ich meinte gerade den Tanzplatz. Das sind Also beim 8. Tanzplatz sind es 8% Ausbildungsgeschwindigkeit, ja. Jetzt wird es aber Ja. hier ein bisschen schwer. Da sind wieder Strelitzen en masse rausgekommen. Da muss ich jetzt natürlich Voronda ein bisschen ausfuchsen, was er da baut. Aber er baut genau die richtige Einheit. Da kommen Kojotenläufer daher. Also prinzipiell weiß er, glaube ich, was geht, aber er hat halt kein Makro. Ja. Overmast hat keine Ahnung, was Kojoten können. Der denkt wahrscheinlich, es sind Pikes oder so weiter. Ja, wie sieht es währenddessen hier aus? Hier hinten wird auch schon fleißig weiter Wirtschaft ausgebaut. Was man sagen muss, ein sehr guter Move von Overmast. Der hat sich jetzt hier schon den Gewürzhandel durchgedrückt. Habe mich jetzt ehrlich gesagt schon auf die Statistiken mit Bevölkerung und Dorfbewohner beim Azteken. Ja, ich hab nur das Problem, ich fürchte, dass sich hier der gute Vorondon fast nicht mehr retten können wird, wenn der nicht bald nochmal Shipments schickt mit Militär. Weil, ich meine, da, Siedler für 85 Nahrung, die so schnell ausbilden, mega geil, keine Frage, aber das Ding hier geht bald down. Und wenn er jetzt da nicht gut was schickt, also hier zum Beispiel die neuen Otontins zum Beispiel, die könnten auch gut aufbauen mit der Armee hier. Aber er hat gerade Leute in sein TC reingezogen. Ah, er müsste noch mehr Leute ins TC reinziehen, schafft er es noch? Ja, schafft er. Nein. Lauf, Junge, lauf! Boah, hat er jetzt bis Boah. zuletzt darauf ballern lassen, ne? Es war alles geplant, um Zeit herauszukaufen. Alles klar, bin ich total überzeugt von dem Gedanken. Man braucht jetzt aber eine neue Kriegshütte. Ja, da kommt. Oh, es ist cheeky, würde ich sagen. Wenn wir jetzt da mal auf Overmars schauen. 50 Sekunden, in 50 Sekunden ist das Town Center schon down. Ja, Also. ja. Er bräuchte halt. Jetzt kommen die Kosaken übrigens als Verstärkung, finde ich eine gute Einheit. Und Ja. der Russe ballert hier einfach Masse. 32 Dorfbewohner zu 31 und das trotz den ganzen Geschichten. Immerhin kommen jetzt hier auch die Ententins raus. Die sind da sehr essentiell. Die werden aber von den Strelitzen eventuell weggekontert. Von den Kosaken, wenn die rauskommen. Er hat auch viel zu viel Nahrung gerade. Ja klar, der sammelt hier Leider. auch viel zu viel davon. Aber Und für jetzt die geht er auf Holz. Manager, die er gerade nicht ausbildet. Er kann keine ausbilden, er hat keine Bevölkerung. Stimmt. Und er hat keine Ausbildungszeit Oh gerade. Ist Gott, es und Overmast ist bei. dahinter, aber echt fleißig mit seinem ganzen Kram. Mit was ist der eigentlich geaged, dass er Wer kommen die für. denn da raus? Der ist mit dem Was sind Pop. Oh. denn? Overmast ist, glaube ich, mit dem Logistiker geaged, oder? Kann denn der Logistiker? Ah, stimmt. Der. Nee. Nee, oder gibt es auch sonst fünf? Nee, es gibt sonst mehr. Mit dem Logistiker gibt es mehr Bevölkerung, gell? So rum ist es. Ich als alter Russen-Main weiß das natürlich wieder nicht auswendig. Jetzt ist natürlich eine schönere Position für Rorondon, dass das Ding hier steht. Er macht auch Boah, ordentlich hat Schaden. hochgekommen. Das Ja. hat mich gewundert. Da kommt jetzt die zweite. Jetzt bin ich gespannt, ob er die zulässt. Ja, die wird er wohl zulassen müssen. Ja, Ronon sollte ein paar mehr dazu holen. Da kommen jetzt Pikes noch raus. Und er baut danach Kaff, das ist gut. Hex müsste aber gut poppen. Ja. Und sie poppen genau richtig in die Kaff rein. Und ich glaube, aber mache keine Ahnung, dass es Pikes sind. Ja, also ich meine, die sind eindeutig. Die haben fette Speere dabei. Die haben jetzt die Kaff schon sehr schnell weggeschnetzelt. Das kann man sich schon denken, meiner Meinung nach. Aber er bräuchte halt noch ein zweites Militärgebäude. Hier drüben zum Beispiel oder irgendwo anders einfach, um das Ganze hier zu verteidigen. Und er könnte sich halt auch nochmal fünf Kavallerieeinheiten schicken. Ganz kurz mal Pause. Also nee, alles gut. Okay. Das wird halt hier sich nicht ganz ausgehen. Da hätte er noch irgendwo da oben Militärgebäude gebraucht, weil das TC kriegt auch ziemlich auf den Sack. Und die Kaff ist geil, aber es ist halt nicht genug. Jetzt kommt das Shipment durch. Das zieht auch nochmal. Auch Ah, da aber da oben oben wieder kommen halt die die Strelitzen. Verdammt. Strelitzen Idioten. machen super Call. Ja, die haben Dass er jetzt wieder natürlich. sieht. Die verhindern die Kriegshütte, das TC hier geht down. Das sieht langsam, aber sicher ziemlich over aus.
Aber eben, ich meine, ganz ehrlich, mal so eine Strategie, auch Doppelmedizin. Sieht man nicht Das alle ist jetzt. Tage. Ja. 38 Dorfbewohner zu 25, 26, 24. Also da wird jetzt natürlich Freihaus gemetzgert und der Russe hat immer noch nur ein Blockhaus, aber es reicht halt, weil es ein Russe ist. Ja, und weil er sich das Shipment schicken lassen hat, dass alles schneller ausgebildet wird. Oh Gott, Fechtschule. ja, ich hab's ganz vergessen. Es hat sich hier tatsächlich wohl bezahlt gemacht. Ja, schau mal auf die Strelitzen, wie schnell die da rausgeschissen werden. Ja. Oh Oder Gott. sich noch Minute werden. Ah, nee, doch Ich glaube, da nicht. hat sich verklickt. Mannesklick. Wahrscheinlich Hotkeys verwendet und dann verklickt. Hotkeys weiß ich jetzt nicht. Ja, mir passiert es immer so, dass ich aus Versehen über Hotkeys die Strelitzen klicke, wenn ich es nicht mehr Ich habe gewohnt gar bin. kein Hotkey für die Minutemen. Ja, dann solltest du dich mal nochmal mit Overmars zusammensetzen, ganz ehrlich. Damit er dir das Spiel erklärt. Ja, wäre wahrscheinlich besser. Ja, aber da passiert jetzt das letzte Siegergeschnetzel und ich fürchte, mit langsam doppeltem Punktevorteil, da gibt dann auch Voron dann auf. Das ist vorbei. GG an beide auf jeden Fall. Man sieht halt, dass der Russe leider genau seinen Spielplan hat umsetzen können. Das defensive Blockhaus hat mir, also die defensive Kriegshütte hat mir super gefallen. Ich glaube euch auch insgesamt, oder? Weil das die so, weil das Ja. der Edge-Up-Ding war. Jeden Fall. Problematisch war die Edge-Up-Zeit. Einfach die Viecher hier schlachten, mehr auf Nahrung gehen, kein Holz nicht. Und das Militär war halt dann so stückweise. Also dann einfach 700, er hätte vielleicht mehr Ressourcenkisten gebraucht und so für Zeug. Weil er hat halt natürlich, ganz ehrlich, wenn die Karten hier durchgegangen wären, dann hätte er ja effizienter Siedler produziert als der Russe. Was du auch mal schaffen musst. Ich habe jetzt auch mal beide angeschrieben, dann können die vielleicht auch joinen und wir können ein paar Fragen stellen. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns Genau. schon, sind beide wieder da. Jungs, danke für das Spiel auf jeden Fall. Wie geht's euch denn damit soweit? Ja, war gar nicht so scheiße, oder? Nee, das Kann nicht. man so Also. sagen. Ich Ohne weiß ja nicht, was Aura. ihr alles gesehen habt, aber keine Ahnung. Wir haben alles gesehen. Also wir haben gesehen den Oh. Strelitzenstart, wo die Strelitzen am Anfang komplett weggemetzgert wurden von fünf Kavalleristen. Danach kam Ich nochmal der Big Button raus, der auch nochmal alles gemetzgert hat. Das war ziemlich witzig zuzusehen tatsächlich. Hab diese, ich verstehe halt diese Einheiten gar nicht so. Deswegen, ich kenne die ja nicht. Ja, Die sehen ja nicht mehr aus wie Kavalleristen, weißt du? das Problem bei denen ist einfach, dass Azteken, da ist der Hintergedanke, die haben nie Pferde gehabt in ihrer Geschichte. Ja, Und gut. deshalb haben sie sowas, das heißt im heutigen Age of Empires Schockinfanterie, was im Endeffekt ein fancy Name ist für Kaff. Ah, okay. Und wenn du jetzt, also wenn du gerade in den Stream reinschaust, da sind wir hier in der Mitte bei diesen Kojotenläufern, die sind zum Beispiel Kaff. Das Problem ist, die haben ein Schild und ein Schwert eigentlich, ne? Die anderen Einheiten, die dann beim Big Button rauskommen, die Jaguar-Krieger, haben auch ein Schild und ein Schwert und es sind komplett verschiedene Einheiten. Das verstehe ich schon, dass das leicht verwirrend ist bei dem Ganzen. Aber du hast ja das übliche Russen-Play-Gameplay einfach abgezogen. Einfach Masse, Masse, mehr Masse und dahinter Wirtschaft, boom. Das ist das Einzige, was ich kann. Das hat auf jeden Fall gereicht. Vorondern, wie ist es dir gegangen mit dem Ganzen? Stille. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Sonst schrei mal Vorondern auch an, dass er auch ruhig was sagen darf. Warte, perfekt. Ich habe vergessen, Okay. mein Mikrofon anzumachen. Alles gut, alles gut. Ja, also, das Problem, das ich habe, ist halt, dass ich mit allem klarkomme, außer mit diesen Hardrushes am Anfang. Weil ich eben sehr eingerostet bin, deswegen relativ spät Age momentan. Aber ich finde für das, also das, es hat tatsächlich, dass der Hardwash ziemlich hart war. Du hast ja genau die richtigen Einheiten am Anfang gebaut zum Countern, weil die Strelitzen sind ja weggestorben wie sonst was gegen die Kojotenläufer. Oder war das zu schnell zu viel Nachkommen? Und Ja. meine Einheiten gefühlt ewig gebraucht haben, bis sie durch waren. Ja. Ich habe extra diese Updates durchgezogen, dass sie schneller rauskommen. Ja, ich habe noch nie in irgendeinem Spiel als zweite oder dritte Karte, also ich habe viel Zeug schon getastet mittlerweile, so über 60, 70 Spiele, aber ich habe noch nie die, was war es, die Duellschule oder was? Nee, die Fechtschule war es. Fechtschule als zweite Karte, das habe ich im zweiten Teil habe ich noch nie gesehen tatsächlich. Aber ich glaube, du Interessanter hast auch noch Ansatz. nie zwei hier Siedlerausbildungszeiten, zweimal Gewürzhandel oder wie es heißt, Nee, zweimal gesehen. Medizin. Teammedizin und Medizin. Das habe ich auch noch nie gesehen und ich hätte es aber total gefeiert, weil dann hättest du, wenn du den Angriff zurückgedrängt hättest, ja gegen die Genau. Russen richtig weggeboomt. Weil der Russe boomt ja Das war der selber schon Plan sehr gewesen. effizient. Ja. Und ein Ja. Problem hatte ich auch, weil ich nicht wusste, was meine Gardner machen, weil die ganzen Logos anders aussehen. Ach, Das stimmt. heißt, ich wusste Wegen teilweise selbst nicht, weil ich mich schicke. den ganzen Patches sehen die ganzen Ah. Karten jetzt anders aus. Ja, stimmt, Als stimmt. in Da den sind alten. einige ja, gerade Azteken, ist ja auch überarbeitet worden. Das weiß man als Zuschauer jetzt vielleicht nicht mehr ganz, aber die haben ja früher gerade in der Legacy noch ganz anders ausgesehen, teilweise. Also wirklich, wirklich, wirklich anders.
Ja, aber Sebastian, du hast ja richtig viele Ressourcen. Also, warum hast du die nicht verwendet? Ja, weil du ja immer die Häuser abgerissen hast. Eben. Ach so. Ich dachte, wolltest du auf Age abgehen oder was? Nee, ich Also, hatte entweder gerade keinen Kriegshandel oder keine Häuser. okay. Da hättest du, glaube ich, einfach, also auch die Kriegshütte hier, die habe ich ganz so, also die erste, die hochging, war gut, vor allem weil du sie hast hochgehen lassen, Overmast. Die zweite Kriegshütte geht Ja. noch ein bisschen weiter in den Süden und dann hättest du da wirklich aus zwei Dingern Vollgas rausproduzieren können und dann hättest du nochmal schnetzeln können, glaube ich. Aber da hast du recht, da hat er dich zu aggressiv gepusht und dann bist auch nicht mehr ganz rausgekommen aus der Situation. Ja, wäre ich früher geaged, wäre das weniger ein Problem gewesen, weil ich dann Zeit gehabt hätte, was zu produzieren und mich darauf vorzubereiten, aber. Das sehen wir auch so, das stimmt schon. Aber weißt du, das ist genau dieses frühe Age, wenn man eingerostet ist, ist ja sowieso sowas. Weil ich meine, Okay. tatsächlich Overmast hat eine kompetitive Zeit hingelegt fürs Age-Up und zwar tatsächlich eine kompetitive Zeit. Also auch wenn du derzeit aktuell in unserer Liga Russen spielst, siehst du solche Zeiten. Das war eigentlich recht Aber auch beeindruckend. mit 17 Dorfbewohnern? 14 oder Mit 17? 14, mit 14. Ja, auch 14. Mit Du hast ja auch 17, relativ gut gehört. ja. Das hat dich am Anfang auch ziemlich gefressen, Warunder, und dass du dir deine Tiere ins Aus noch und nöcher geschossen hast, dann hast du halt die da ganz weit rumlaufen müssen. Aber an der Stelle mal ganz kurz, außer ihr wollt beide noch kurz was sagen zum Spiel. Okay, sag durch. Wir können auch mal kurz in die Statistiken gehen. Ja, genau, stimmt. Bevor ich mich noch verquatsche, Statistik einmal anzeigen. Ressourcentechnisch eh klar. Ich meine, du hast ja auch den Gewürzhandel durchgedrückt, aber Master hat natürlich auch gut gezogen wirtschaftlich, keine Frage. Militärisch, es ist halt eine Russenstatistik, aber für einen Russen ist das, mit einem russischen Auge gesehen, ist das sogar eine positive Statistik. Also, da hast du natürlich viel gelegt worden, aber ich meine, wenn man 3000 Einheiten legt und der Russe halt 3600 hat, dann ist natürlich auch irgendwie das Problem noch da. Und wenn wir auf die Dorfbewohner gehen, da hast du echt eigentlich lang vorausgezogen, dadurch, dass du halt dieses Dorfbewohner-Shipment auch geballert hast, aber dann holen dich die Russen doch irgendwann ein, obwohl deine Ausbildungszeit extrem verkürzt ist. Das ist, ich feier's. Ich feier dir das total. Die 30% Ausbildungsgeschwindigkeit extra auf den Dorfbewohnern. Das wären die ganzen Karten gar nicht. Ja, nee, klar, das ist natürlich auch ein bisschen komisch da dann. Und dann sehen wir den Clean. Ja, da hast halt immer, du hast immer so ein Badge rausbekommen, der hat hier komplett zerlegt, dann hat er wieder zerlegt, aber da ist dann einfach zu viel Masse nachgekommen, wegen der Fechtschule und der Wirtschaft auch, die dahinter war. Das hat man dann schon ziemlich gemerkt, wie das gezogen hat. Ich kann einfach durchgehend produzieren. Ja. Männer. Und da war ja eher das Gegenteil bei dir der Fall. Aber ich habe es super genial gefunden, Rondon, dass du mit dem Gemeinschaftsplatz, der ja früher der Tanzplatz war, gestartet bist. Ist ja auch so ein gemeines Ding Problem bei eigentlich. dem war, entweder sind die Animationen verbuggt oder das Ding generell ist verbuggt, weil ich konnte meinen Siedler da nicht draufschicken. Doch, doch, der tanzt nur nicht mehr. Das ist kein Tanzplatz mehr. Dann ist es eine verbuggte Animation. Der bleibt da stehen und handelt mit den Leuten, die nicht vorbeikommen. Es sieht zwar aus, wie es aussieht, aber er war drauf. Wir haben es an den Werten gesehen, dass er getan hat. Also, wir können es auch nochmal nachschauen tatsächlich. Der müsste als Tänzer, als Zeremonienwächter, sorry. Ja, da, ne? Sehen wir es ja. Also, hat sogar getanzt, man sieht es nur leider nicht gut. Das ist so eine Umgewöhnungssache, die bei der DI auch viel kritisiert wurde. Da gehen die meisten dann mit ihrem Kriegerpriester tatsächlich drauf, weil der so viel zählt wie zwei Siedler und dann hast du noch das volle Wusste nicht mal, dass man Eco-Potenzial. den da drauf bauen kann. Eben, das sind so diese Kleinigkeiten, ne? Das sind diese kleinen Hexereien. Aber ich habe es auf jeden Fall ein witziges Spiel gefunden, weil ihr halt auch andere Ansätze gespielt habt. Also Strelitzen First oder auch die Siedlerkarten, das sieht man normalerweise im Profi-Game nicht. Jetzt nochmal ganz kurz, wir haben hier vorgeschlagen, also ihr seid ja heute jetzt mal für dieses eine Testspiel rangekommen. Wir können Genau. jetzt noch eins hinterherballern, wenn ihr wollt, oder halt auch gern auf die Reaktion auf das erste Ding hier warten, ganz wie ihr wollt. Da stelle ich euch die Zeit offen. Für die Zuschauer mal ganz kurz, schaut es euch an, gebt uns auf jeden Fall unter drunter Bescheid, was ihr von so einem Cast auch haltet, von alten Spielern, die wiederkommen, beziehungsweise halt so von nicht diesem durchprofessionellen Zeug, weil. Das Problem ist, wenn wir Russen sehen in der Liga oder wenn wir Azteken sehen in der Liga, dann siehst du sogar in Liga 6 teilweise Build-Orders, wie sie hochgespielt werden, bis in Liga 2, 1 und so. Natürlich langsamer und anders, aber immer recht. Da ist einfach die Meta schon voll drin. Und ihr habt halt natürlich eure eigenen Strategien gespielt und das ist doch mal eine ganz alternative Sache. Von dem her würde es mich auch voll interessieren, was die Leute so auf der anderen Seite vom Bildschirm dazu sagen, mal auch so alternative Gameplay-Strategien hier zu sehen in dem Rahmen. Da können wir nämlich, oder ihr habt ja gesagt, ihr wärt dabei auf jeden Fall noch ein Game 3 und 2 zu spielen. Sollte da Spaß dran sein bei den Leuten, sollte Interesse da sein. Und natürlich, wenn ihr auch Spaß dran hattet. Ja, so mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Bei mir. Alles klar.
Linus, Tim, wollt ihr noch was Abschließendes sagen zu dem Ganzen? Ich kann mir eigentlich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Also spannendes Game auf jeden Fall. Ich habe kurz gedacht, dass Rondon im Vorteil steht. Wie sagt man das? Auch Vorteil auch hat. Und ja, hat mich ehrlich gesagt am Ende dann doch gewundert, dass Overmars dann noch drehen konnte nach dem ersten Clean. Aber das ist einfach Russland in der Nutshell, dass man komplett gecleant wurde und nach 2 Minuten die dreifache Mess von da hat. Ja, auf jeden Fall ein richtig witziges Spiel. War witzig zuzuschauen auf jeden Fall. Und ja, also ich denke, ich werde auf jeden Fall nochmal Rondon spielen sehen. Und dann werde ich auf jeden Fall es witzig finden, wie sehr er sich verbessern wird. Alles klar, Leute. Damit sind wir raus. Rondon, Overmast, euch auf jeden Fall danke fürs Dabeisein, fürs Spielen auch. Gerne wieder, wie gesagt. Und Carsten. Danke, Carsten. ja, du, dafür sind wir da. Ne? Und genau, wo wir gerade dabei sind, Riesendanke auch für Tim und für Linus, dass ihr beide euch dabei habt. Und vor allem, euch ist es ja eingefallen, ihr seid ja die Väter dieser ganzen Idee. Und ich habe schon mal Spaß dran auf jeden Fall. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir dann noch ein zweites, drittes Spiel anhängen. Und ganz ehrlich, ich habe zwar gesagt, wenn von den Leuten Interesse da ist, aber von mir aus hängen wir so oder so eins dran. Ganz egal, was die Leute sagen. Ja, immer dabei. Scheiß auf die Absolut. Community. Manchmal muss man einfach machen, was Spaß macht. Und mir hat es gerade Spaß gemacht, von dem her bin ich auf jeden Fall nochmal dafür zu haben. Leute, wir sind raus. Ihr könnt auch nochmal schnell Ciao sagen, ihr vier. Von mir auf jeden Fall ein schönes Pfiat euch.